Hallo! Ah, da bin ich erstmal. Oh, ich alter Mann, Knie nieder hier. Und muss wieder von vorne anfangen, weil das Licht fehlt. Ach Mann, ey. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ich lasse das auch so. Ich habe einfach Bock drauf. Ich mache jetzt amerikanische Weihnachten. Ich mache einen Zipper. Ich weiß, die Musik ist auch so auch schon viel zu laut. Aber ich zeige euch jetzt mal Weihnachten für Singles. Weihnachten, die ganz alleine sind. Gut, nicht jeder hat jetzt ein eigenes Kino. Das müsst ihr jetzt einfach mal, das zeige ich nachher. Also ein eigenes Kino. Und in diesem Kino mache ich jetzt Weihnachten. Ne? Ach, herrlich. Ich denke mir, ich habe gute Laune. Ich will hoffen, dass ich diese gute Laune mit rüberbringe. Die Weihnachtsbäckerei fand ich auch toll von Otto, seine Show. Ich hoffe, meine Stimme kommt rüber. Das ist Dolby Surround 5.1 und das ist vom Handy die Musik. Ich finde es klasse. Ich mache jetzt mal super Clips für Weihnachten. Ich möchte euch auch Weihnachten 2019 einstimmen. Und ich habe einen uralten Pullover rausgekramt. Ich bin ja original an sich in Australia, Australian. Came from Toontown near Barra Reef, Church Street in Canberra. But now I'm here in Germany and now I make myself Xmas time. So, also wie gesagt, ich habe das rausgesucht, da habe ich mal L, also Wahnsinn, ne? Ich habe gute Laune. Ich mache jetzt gute Laune Videoclips. Ich weiß nicht, ob ich eine ganze Sendung daraus mache. Ich schneide es jetzt einfach mal zusammen. Das hier ist, wie gesagt, die kleine Ecke hier, die kleine Weihnachtsecke, die ich mir gerade gemacht habe an der großen Kinoleinwand. 21 Quadrat, wo ich da meine weihnachtlichen Filme sehen will dieses Jahr. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich mache heute, wie gesagt, solche Videoclips. Das Jahr geht immer zu Ende und ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Ich gönne mir das einfach mal, ja, ich mache das einfach mal, shit drauf, shit happens. Ich hätte auch gerade noch mit Prashant hier im Zug nach Göttingen oder zu Göttingen. Die alten Kameraden, ey Leute, macht Weihnachten wie ihr es möchtet, nehmt echte Kerzen hier, macht sie an oder nehmt hier diese super Dinger hier, ne, macht, die kommen jetzt. Ein Schaufenster, bitte, nee, nicht ein Schaufenster, aber ich mache die Wohnung, ich habe den Laden schon, ja, ich habe den Laden schon ausgeräumt, deswegen habe ich das hier und mache das hier an die Fenster und den großen Tannenbaum. Ich lasse euch jetzt einfach mal mit daran erleben, wie ich jetzt dieses Jahr 2019 Weihnachten feiern werde, ganz allein, aber das ist nicht so schlimm, ich tue einfach so, als ganz viele Gäste da werden, im Notfall auf der großen Leinwand, sind ja dann, ja, das sieht ja auch nicht schlecht aus, hier sehe ich ja gerade, wenn ich jetzt den Beamer nicht anhabe, also die Leinwand nicht bestrahle, ne? Ja, lasst euch einfach, wer Lust hat, guckt sich diese Clips an, die ich jetzt machen werde, ich habe mir auch schon einige neue, nein, alte Pullover rausgesucht, ich kann die wieder tragen, ich habe wieder Größe L, sind zwar ein bisschen knapp, aber egal, das soll ja auch, wie gesagt, nur für Weihnachten sein. Weihnachten, an sich in Australien feiert man Weihnachten anders, ein bisschen Zeit. In Australien ist auch John von Damme, deswegen kam ich auch da drauf, weil John Kurt von Damme halt in Australien momentan, schätzungsweise, weil das so heiß ist, 44 Grad, in Schatten hier haben wir 12 Grad. Wir haben es auch sommerlich, ist der vierte Advent, wo ich diesen Videoclip jetzt mache, wo ich alles aufbaue und mich dran freue. Sobald Weihnachten erscheint, sobald Heiligabend da ist. Wie gesagt, ich feiere alleine. Das ist nicht so schlimm. Ich werde mir trotzdem Punsch holen. Ich werde nicht besoffen sein oder so. Ich werde jetzt so weihnachtliche Videoclips machen. Und wenn sie euch gefallen, schaut sie euch an. Ja, ne? Ja, so ist das nochmal. Wir können auch Weihnachten feiern. Wir Singles, mal schauen, wer da so alles mitmacht. Und auch Videos zeigt über seine Single Weihnachten, ne? I'm the Rentier with Red Nose. Yeah, I'm here. Ne, also wie gesagt, überall, die kommen also wie gesagt ins Fenster. Ne? Ich habe davon jetzt ganz genügend, also 12 Fenster habe ich. In den 12 Fenstern kommen diese Lampen hier. Ne? Die strahlen dann. Ja, ich mache das auch extra, weil in diesem Haus, sorry, wenn ich das sage, in diesem Haus ist nur noch Moslems.
und die feiern kein Weihnachten in diesem Haus. Und ich wohne seit 61 Jahren hier in diesem Haus. Das Haus war mal 100% deutsch. Und daraufhin habe ich mir gesagt, wisst ihr was, ich lasse mir das nicht vermiesen, nur weil ihr kein Weihnachten feiert, die Schuhe draußen habt, mache ich mir Weihnachten für mich persönlich auf meine paar hundert Quadrat, die ich da zur Verfügung habe. Und hier in meinem kleinen, wie gesagt, Kino, Mini-Kino, das ist für mich und als Solist, das macht so viel Spaß. Ich begrüße alle Solisten, lasst den Kopf nicht hängen, Leute, macht irgendwas, macht was für euch. Hört auf, trübe Gedanken, das bringt alles nichts. Wir leben alle eh nur einmal. Also scheiß drauf. Ne? Also, legt los, Leute. Also das hier war der erste Clip. Und wer Lust hat, guckt sich die anderen Clips auch noch an. Oh, jetzt muss ich erstmal aufstehen, Alter Mann. Oh Mann, ey, was ich alles für einen Scheiß mache. Let it snow, let it snow. Da bin ich wieder. Ich mach wie gesagt Weihnachten. Ich darf hier nicht so laut schreien, dann schallt hier so. Wie gesagt, da ist er, der Uralbaum. Ihr glaubt es kaum. Ich habe ihn aus dem Geschäft rausgehauen. Das Geschäft hat leer geräumt, weil die Kunden, die stehen eh nicht drauf. Die Welt ist ja eh muslimisch geworden. Ne? Jetzt feiert doch keiner mehr Weihnachten. Ne? Ich mach hier raus Weihnachten. Und ich zeige euch da, wie ich das mache. Und das soll mich doch auch egal sein. Ich sag euch, billig war er nicht. Das ist auch scheißegal, ob der billig war oder nicht. Jedenfalls geht das Weihnachten. Und lasst euch überraschen, das geht. Das geht so. Früher habe ich hier alles noch weihnachtlich geschmückt. Draußen sogar, aber wie gesagt, in einem muslimischen Haus macht man sowas nicht. Ne? Ja, hier haben wir noch nur die Dörner. Alter, wie gesagt, aus dem Laden rausgeholt. Die Kunden mögen sowieso keine Weihnachten, habe ich ja gerade erwähnt, warum. So, ich mache Videoclips, die ich euch zeige. Wie gesagt, mal gucken, welcher Tannenbaum toppt. Erdogan hat ja seinen gezeigt. Monsieur White hat seinen gezeigt mit Walt Disney. Den werde ich auch noch irgendwann übertrumpfen, aber das dauert noch ein bisschen. Und fange jetzt hiermit wieder an. Und wie gesagt, ich habe auch die alten Klamotten rausgesucht. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Das sind meine Videoclips 2019 über Weihnachten. Wir feiern sowieso jetzt erstmal den vierten Advent etc. Und fangen jetzt an, das aufzubauen. Dann schauen wir mal. Ich finde eine tolle Sache raus. Ich denke mir eine tolle Show aus. Ich denke mir eine tolle Sache aus. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich kann, weiß ich nicht. Ihr seht ja, ich muss das erstmal aufbauen. Ist reichlich Chaos hier. Aber wie gesagt, lasst mich daran teilhaben. Ne? Ist klar. Also ist der zweite Clip. Bomben, mal schauen, wie das so weitergeht. Und wie gesagt, absolut hört man Musik über Handy. Ist ja geil, oder?